So. Also wir haben oben eine Decke mit 7x7 Blöcken. Rechne jetzt nochmal mit dem Taschenrechner, weil mit der 7x7-Folge bin ich nicht ganz so gut. 7x7 Blöcke sind 49. Und dann fehlt uns aber auch noch ein Ring dazwischen. Das heißt, wir brauchen auch nochmal einen Ring mit einem Umfang von 7. Also mit der Kantenlänge von 7. Also ein Viereck mit der Kantenlänge von 7. Das heißt, 6 mal 4 sind also auch nochmal 24. Das also plus 24. Brauchen wir also noch 73 Blöcke. So. 73 minus die 39, die wir bereits haben. Beziehungsweise, wir brauchen eigentlich nur 72, weil ne, wir müssen ja unten mit dem HV-Kabel durch. Das heißt, unten können wir eigentlich eine Lücke lassen. Ich würde sogar ohne Lücke lassen, weil wir müssen auch irgendwie reinkommen. Also brauchen wir nur 71. Aber es fehlt halt immer noch ein paar. So, um die 30 Stück. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall nochmal ein bisschen Beton machen. Haut doch, wieso 30? Ich meine, bei den Standfüßen unten, wie viel haben wir denn da gebraucht? Wir haben. Ja, stimmt, genau, klar. Sind genau 32, die wir unten verbrauchen. Also für die Standfüße. Jeder Standfuß braucht 8 Blöcke und das viermal sind 32. Sind genau die fehlen. Ja, also haben wir definitiv die Standfüße unten nicht mitberechnet gehabt. Ups. Ja, gut. Das ist natürlich traurig, sag ich mal. Ach du Kacke. Ach du Scheiße, jemand dann. Du kriegst die Tür nicht zu. Oh, das war so ein behindertes Rezept. Oh, oh. 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 Oh Herr, was willst du mir sagen damit? Das finde ich dein Ernst. Oh mein Gott. Ja, gut. Ja, Augen zu und durch, würde ich mal sagen, ne? Also, wir brauchen. Also, wer braucht mal Platz hier? Ist ja alles voll. Egal. Schaffen wir schon. So, das heißt, wir brauchen. Ach Gott, das schaffen wir nie im Leben. Also, ich brauche erstmal. Wir brauchen zwei und drei. Wie brauchen wir jetzt eigentlich noch? 9 und wir haben 39, brauchen 71. Ja, uns fehlen ganz genau 32 Blöcke. Wir hatten es also damals richtig ausgerechnet gehabt, abzüglich der 32, die wir unten für die Füße jetzt genutzt haben. Also brauchen wir jetzt auch wieder genau 32 Blöcke. Und ich dachte, ich habe damals falsch gerechnet. Okay, also 32 Blöcke. Das heißt, wir brauchen 6, natürlich eine nicht durch 3, andersrum, 32 ist nicht eine nicht durch 6 verteilbare Zahl. Also nehmen wir 36, das heißt, wir brauchen das Ding 6 Mal. Also 12 Mal Sand, 12 Mal Kies und 12 Mal diese komischen Stahlstäbe. 12 Mal Stahlstäbe. Gut, wir sollten vielleicht erstmal hier diese Betonmischung machen, ne? Macht mehr Sinn. Das heißt, wir brauchen 18 Mal diese Betonmischung. Die braucht ja auch erstmal wieder Platz im Inventar. Ah, guck mal, da haben wir sogar noch welche. Ah, wow! Das Schwierigste haben wir geschafft, weil das ist nämlich das, wo wir immer diese Wassereimer brauchen. Die Pest. Schlechthin. Guck mal, hier haben wir sogar auch noch ein paar. Ah, guck mal. Es fügt sich doch alles zusammen, wenn man Sachen aufhebt. Ist das nicht geil? Frage ich euch. Nice. Aber rein zufällig noch irgendwo eingelagert. Nee, kann ich mir nicht vorstellen, dass wir eingelagert irgendwas haben. In der Hinsicht. Ne, gar nichts. So, das heißt, wir haben Sand und Kies. Gib mal her. Gib mal her. Die Stäbe habe ich wieder rausgepackt, ne? Ach, ich bin so ein Loser. So.
Was? Bist du falsch rum? Kacken hier. Dankeschön. So. Bam, bam, bam. Nein. Bam, bam, bam. Nein. Doch. Da. Ja. Ha. Ach so. Ah. Wir haben noch dreimal Beton. Wir brauchen also nur 30. Haha. Haha. Cool. Weg mit dir. Und weg mit den anderen Sachen. So, dann haben wir das. Da haben wir schon mal die ganzen Betonblöcke. Was brauchen wir, die ganzen Verbundstoffe? Das ist einfach nur das. Das geht ja relativ einfach. Edelstahl, Bronze und Zinn. Was brauchen wir denn das überhaupt? Wir brauchen immer noch 32 davon. Das heißt, wir brauchen diese Mischung 35, 7 mal. Das heißt, wir brauchen hier von... Warte mal ganz kurz. Ach, verdammt, wir fühlen sich hier noch zwei. Weil eben für wir brauchen ja die Mischung 7 mal. Das heißt, wir brauchen 7 mal 5. Wir brauchen also noch zweimal Betonblöcke. Scheiße. Feuchter. Zement brauchen wir auch noch. Dankeschön. Ich sterbe. So, haben wir also schon mal Betonblöcke. Definitiv mehr als genug. Da brauchen wir jetzt hiervon 28. Wir brauchen also noch 23. Das heißt 23 mal das. Wir bekommen immer 9. Ist ja auch wieder viel zu viel. Achso, da haben wir noch so Verbundzeug. Ich traue dem Braten nicht. Haben wir hier noch was? Nö. Und hier? Als ob wir davon nichts mehr haben. Na gut. Na gut, dann glaube ich dir mal. Du kleiner Schlingel. Was? 28 brauchen wir das Ganze, ne? 28, nee, 23 mal. So, genau. 23 mal brauchen wir das hier. So, das heißt 23. Nächste durchneuerbare Zahl wäre 27. Das heißt, wir brauchen das Ganze dreimal. Also brauchen wir jeweils jedes Block 9 mal. Edelstahlbarren kriegen wir problemlos hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Bronze. Das sieht schon ein bisschen schwieriger aus. Verdammt. Wie kriegt man Bronze? Das war Kupfer, war auch nicht. Doch, haben wir. Kupfer und Zinn. Ich habe mal Bronze. Kupfer. Doch. Okay. Ja, aber natürlich. Natürlich wieder einer zu wenig. Ey, das ist doch. Und so, bück dich. So, danke. Ach, nee, hey, das fehlt auch wieder einer. Ach nee, 7. Nicht 8. Ja, alles richtig. Genau. So, danke dafür. Danke für nix. Brauchen wir wieder Erde? Oh mein Gott. Leute. Ach ja, weil wir ja die Tenten gebaut haben. Wir hatten ja die Sachen da ersetzt. So, das kann eigentlich auch weg. Wie soll ich jetzt noch Lehm? Was passiert hier gerade?
So. Was war eigentlich jetzt das dritte Material? Habe ich schon wieder vollkommen vergessen. Verdammt. Edelstahl haben wir 9. Haben wir auch 9. 18. 9 mal Zinn brauchen wir. Wir haben 7. Weißt du was? Lass die da liegen. Wenn wir genau 9 brauchen, kann ich mir genau 1 und Block hier nehmen. Das passt denn ja. Wo ist denn Zinn? Da ist Zinn. Dankeschön. Gut, dann sollte das ja endlich. Nice. So, das müssen wir jetzt irgendwie kompressen. Genau, Compressing. Wo ist unser Kompressor? Extraktor. Hier. Oh mein Gott. Aber da müssten wir eigentlich alles haben. Dann müssten wir eigentlich alles haben. Ach, siehst du, ich wollte noch 4 Stahlblöcke mitnehmen. Ich wollte auch wieder vergessen. 1, 2, 3, 4. So, genau. Dann haben wir, jetzt. Ne, 81 immer noch um 4 Decke und 4 für Davi-Lampen gedacht waren. So, fertig. Sehr krass korrekt. Nein. So. Geil. Gut, da war zwar wieder 2 übrig, aber gut, was soll's. Was das kann man ja. Da kann man. Wow. Kann ich jetzt endlich mal wieder hier ein bisschen. 1, 2, 3. Du kannst raus. Ihr könnt raus. Mal ein bisschen aufräumen hier. Ich habe immer noch Sand bei mir. Wo kommt der ganze Sand her? So, Platten haben wir schon. Also genau, die haben wir hier rausgenommen. Also kommen sie noch hier wieder rein. Easy. So. Dann werde ich mal den Sand los. Und das ganze Kletterradatsch hier kann auch raus. Okay. Müssen wir es wieder hochbauen? Ich glaube, wir müssen es wieder hochbauen, ne? Ja, verdammt. Gut. Dann nehmen wir mal doch ein bisschen Land mit. Irgendwie mag ich es nicht, dass meine Sachen hier so kaputt sind. Warte mal kurz. Geht das zum Glück relativ schnell. Aber ich kann hier unmöglich mit einer lidierten Rüstung rumlaufen. Das geht aber gar nicht. Das wäre meiner nicht würdig. Halt. 1, 2, 3, 4. Fehlt nicht irgendwas? Oh. Gut, irgendwo läuft hier schon wieder jede Maus rum. Auch sehr geil. Und schon ist die Rüstung wieder auf 100%. So muss das sein. Und schon ist es wieder dunkel, so muss das sein. Gut, da drüben ist ja hell. Von daher. Ein bisschen hell. So. Jetzt.
Ja, kann ich ja schön so eine schöne Treppe hin hochbauen. Praktisch ist das denn? Sehr cool. So. Jetzt hört mal alle zu hier. Wir brauchen. Vor allen Dingen da in der Mitte ein Loch. Denn da kommt das magische Kabel durch. So, wenn wir schon mal hier drin sind, können wir auch hier unten gleich mal den Boden bauen. Warum flackern die Blöcke nach? Was ist denn gerade los hier mit dem Server? Oh, das ist wieder mein Internet hier. Mein WLAN. Ja, jetzt geht's wieder. Ah, das war wahrscheinlich doch eher mein WLAN. So. So. Wenn wir schon mal gerade da sind, kann ich auch direkt das Wasser machen. Brauche ich das Wasser nicht? Ah, jetzt. Ach, verdammt. Oh, fließt schnell ab. Himmel hat schon zugenäht. Ich gerade da muss ich wegnehmen. So, und auf der Ebene muss jetzt auch dieser Chor rein. Perfekt. Hey, ich bin doch gar nicht im Wasser. Brück dich mal bitte. So. Da kommt jetzt hier noch ein Ding rauf. Dementsprechend muss hier halt auch noch einer rum. Denn hier fehlt ja noch die Decke. Mit dem Blei. So. Okay, das sieht schon mal gut aus. Das sieht auch gut aus. Da kommt jetzt die erste Leiter hin. Und dann fällt das bloß noch. Ist das richtig? Moment mal, ich hab gerade einen Fehler gemacht. Nee, doch, ist richtig. Ja. Ja, doch, ist alles richtig. Ja, dann nehmen wir mal, nehmen wir mal. Warum habe ich jetzt der Decke in so viel Luft? Hä? Und schon kann man hier wunderbar nachtanken.
Man muss jetzt nur irgendwie von hier wieder runterkommen. Müssen wir mal gucken, ob wir dann später hier irgendwie mal hinten so eine, auch so eine Leiter lang bauen. Das jetzt erstmal Wichtigere ist vor allen Dingen die HV-Leitung. Oh. Oh. Gut, hier sieht man das hier natürlich alles. Verdammt. So gar nicht dran gedacht. Die Frage ist sowieso, ob es sich sinnvoller wäre. Mal kurz, wenn wir hier hinten mit dem lang gehen, dann kommt es da oben. Also, da würde ich halt oben wieder rausgehen und dann können wir gucken, ob wir oben wieder so Freileitungen verlegen. Aber da haben wir wieder überall Freileitungsmasten rumstehen. Ist also die Frage, ob wir es nicht lieber unterirdisch verlegen wollen. Ich würde fast sagen, wir machen es unterirdisch. So, muss man hier aufpassen und gucken, dass ich hier nicht wieder rauskomme, ne? Hier brauche ich einen Vollblock und da brauche ich einen Vollblock. Bei den allen anderen ist es völlig egal. So. Das heißt, das passt genau mit den beiden, die ich jetzt hier gerade ausgebuddelt habe. Wenn ich jetzt hier mache, voilà. Aber hier sieht es überall schön aus. Eine schöne, solide Betonplatte. Und darunter geht es jetzt weiter nach Mecklenburg-Vorpommern oder irgendwie sowas. I don't know. Und von da kommt das Kabel. Bin vollkommen gefangen hier, die kommen gar nicht mehr raus. Boah. Dann haben wir doch schon mal das AKW an sich. Ach, scheiße, ich habe vergessen, um. Ach. Hey. Hey. So, das wollte ich. Vergessen, um den Deckel drauf zu klatschen. Das Ding ist ja noch offen. Ha! Oh, schaut euch an, wie süß das Ding aussieht. Oh, richtig knuffig. Aber irgendwas ist falsch. Ich weiß nicht, was. Aber irgendwas ist falsch. Denn wir haben seltsamerweise hier oben jetzt eine Zweierlücke zur Decke hin. Warum ist das so? Ich gehe mal ganz kurz als Walker rein. Und schaue ich mal nochmal bei meinem eigenen AKW um. Denn das sieht so nicht richtig aus. Ich habe das Gefühl. Das ist alles Scheißendreck. Warum ist hier eine Zweierlücke? Ach ne, es ist wirklich eine Zweierlücke. Ah, wow. Warum habe ich überall eine Zweierlücke gemacht? Okay. Einfach, damit man sich ein bisschen wohlfühlen kann, ne? Das ist eine richtig schöne Wohlfühlecke hier oben. Wow. So ein paar Kerzen aufstellen, ein kleines Bett hinstellen, und ist es hier oben eine richtig schöne kleine Wohlfühloase. Ja? Der Fußboden ist durch den Kernreaktor immer schön warm. Let's go. Läuft doch. Gut, dann ist das also tatsächlich so richtig. Hat er mir jetzt gerade mein Passwort gelöscht? Du kleiner Abschaum, du. Das hätte ich dir nicht verzeihen. So, ja, dann ist das ja also so wird alles richtig. Genau, da oben geht das Kabel hoch. Hoch und dann passt das so. Die Frage ist natürlich bei uns, weil wie gesagt, hier geht das Kabel halt so oben rum raus, ob wir denn nicht unseres hier so ein bisschen so hier oben lang legen und dann nach oben rausführen lassen, so mittig. Wisst ihr, wie ich meine? Weil hier, ne, also hier habe ich es ja deswegen gemacht, weil halt die verschiedenen Reaktoren sind und dementsprechend das Kabel
Gut, man hätte ich auch mit dich rausgehen können. Ja, irgendwie hatte ich damals das Gefühl, dass das irgendeinen Sinn macht. Frag mich bitte nicht welchen, aber irgendeinen Sinn hatte es damals. Ja. Ach so, Quatsch, nee, never mind. Nee, okay, komm, wir gehen wieder so nichts rein. Ey, wir wollen das Kabel ja unten rausfinden lassen. So. Wir wollen sie gar nicht nach oben rausführen. Das ist ja jetzt das ist hier bloß Wartungsklappe. Sowieso. Das heißt, wir machen jetzt hier oben einfach dicht. Let's go. Achso, siehst du, apropos dicht machen. Dankeschön. Endlich. Dunkel in Berlin. Oh, aber. Oh, schon ist unser kleiner Wohlfühlreaktor fertig. Ich bin mal gespannt, wie das vom Haus aussieht. Ob er da hart stört. Ist schon sehr auffällig, das Gebäude. Ist schon sehr auffällig. Muss man schon sagen. Ja, doch, gerade in der Nacht mit den Lampen da vorne ist natürlich schon sehr auffällig. Ah, vielleicht sollten wir die doch lieber ohne Lampen machen. Ich weiß ja nicht. Irgendwie wirkt es am Tag. Ja, doch, am Tage. Doch. Also am Tage mit dem kleinen süßen Klotz da. Das geht. Oh, wir müssen noch unser Bohnenalter abholen. Das ist natürlich beinahe vergessen. Der gute Uran. Ja, also wie gesagt, das geht da echt gut klar. Mit dem Gebäude, das kann man schon so machen. Das heißt, wenn wir dann nächstes Mal. Also, ne, kommt ja jetzt mal wieder ETS und ATS. Andersrum, ATS und ETS. Ne, wenn wir dann nächstes Mal. Hab ich das alles weg? Alles weg, gut. Nächstes Mal, denn wenn wir wieder Mytest spielen. Aus jetzt. Haben wir es gar nicht überprüft, ob es funktioniert, ne? Ja, können wir nächstes Mal noch überprüfen. Ja, wir nächstes Mal dann also ja, das AKW verkabeln, also das Kabel runterführen und dann brauchen wir irgendwo noch ein Umspannwerk, ne? Also ich würde auch wieder so mit so kleinen Häuschen, die so daneben sind, mit so einem kleinen Umspannwerk und einem kleinen Akkuwerk oder irgendwie sowas, das, ne? Dass das so ein paar Gebäude sind und nicht jetzt nicht nur ein Klotz oder sowas. Na, aber die anderen Gebäude kann man auch so, so schon so ein bisschen so direkt so dahinter und so links daneben auch so ein bisschen so ein Dings dann. Und das werden wir dann nächstes Mal machen. Wie gesagt, also mindestens ein Umspannwerk brauchen wir von HV auf MV, will ich da haben. Und vielleicht noch so einen kleinen Batterieraum zum Puffern oder so. Aber auf jeden Fall halt die Verkabelung, vor allem halt die Verkabelung zum Haus selber. Und dann, ja, im Haus dann die ganze MV-Technik, wo wir dann wahrscheinlich noch eine Kelleretage einziehen müssen. Ja. Aber wie gesagt, das Ganze erst nächstes Mal wieder. Bis dann.